Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valheim, meine Lieben. Ja, wir haben in der letzten Folge das Haus fertig gebaut. Und ich denke mir, dass wir heute mal uns erstmal den Bauch vollschlagen. So. Und heute mal den Dunkelwald aufsuchen wollen, werden, möchten können. Der da jetzt ja nicht mehr Dunkelwald heißt, sondern Schwarzwald. Ich habe keinen Plan, warum die das geändert haben. Das, seit fast 3 Jahren heißt der Dunkelwald Dunkelwald und jetzt heißt er auf einmal Schwarzwald. Ich glaube, seit 2 Tagen oder so. Und ich habe mich, war es die zweite Folge, auch gewundert, warum wir in einem Auenwald rumhocken. Das war nämlich vormals, so ist richtig, Grasland. Ich habe keine Ahnung, warum diese Biome umbenannt wurden, aber es soll ja keinen Abbruch tun, ne? Die Biome bleiben dieselben, nur die Namen sind anders. Wir müssen in den Dunkelwald, weil ich habe vor, den Onkel da, den Uralten, den möchte ich gerne mit euch zusammen platt machen. Ob das heute schon was wird, weiß ich nicht. Aber wir müssen zumindest erstmal den Dunkelwald finden. Und wenn wir den gefunden haben, dann kriegen wir Anweisungen, wo der Alte sich aufhält. So, aber, was heißt denn hier aber? Ich will mal zu unserem Haus. Ich habe Bäume gepflanzt. Erstmal, weil ich es kann und zum anderen, weil ich es muss. Hier seht ihr die, da. Buchen. Buchenschößling gesund. Wir hatten, glaube ich, 80 Stück. Ich habe nochmal ganz viel Holz gehackt. Das habe ich alles hier in die Kisten gemacht. Ich musste neue Kisten bauen, damit wir das alles unterbekamen. Da, guckt. So. Überall ist jetzt Holz drin. Na, da nicht. Aber hier ist Holz drin. Hier ist Holz drin. Und hier ist ein bisschen Holz drin. Ja. Ne? Weil wir Holz brauchen, weil wir wollen ja noch weitere Gebäude bauen. Aber die Bäume sind alle so fürchterlich weit weg. Und ich finde auch, es ist nicht schön, wenn man hier die ganze Natur kaputt holzt. Ich hätte das dann im Nachhinein sowieso wieder aufgeforstet. Aber ne? Ich habe erstmal hier, wir haben glaube ich über 80 von diesen Dingern gehabt. Hier stehen sie überall rum. Und die scheinen auch alle schön gesund zu sein. Denn die sind alle schön grün. Wenn die braun wären, stünde denen was im Weg, ne, ein Stein oder sonst irgendwas, und dann können die nicht wachsen. Ne, wenn ihr selber mal Bäume pflanzen wollt oder so, dann achtet darauf, dass nichts in der Nähe ist, dass die halt eben freies Wachstum haben, damit die sich entfalten können. Aber die sind alle schön gesund. Ich habe darauf geachtet, dass, ja, dass da nicht so viele Steine im Weg liegen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu essen und wir haben genug zu essen. Und die Waffen sind auch alle repariert. Ich war auf meiner Privatmap. Ich musste ja die Eisen- und Kupfergegenstände musste ich auf meiner Map reparieren, weil das hier ja überhaupt noch nicht geht, weil wir noch gar keine Schmiede haben. Aber ich würde dann sagen, es wird Nacht. Es wird jetzt ehrlich Nacht? Nee, warte. Ich guck mal. Wo gehen wir denn hin? Wir sind hier komplett vom Wasser umgeben. Guck mal, wir sind hier voll auf einer Insel. Scheiß drauf, komm. Wir laufen durch die Nacht, uns kann nicht so viel passieren. Ist natürlich blöd, ne, wenn wir dann jetzt, wenn ihr dann nichts mehr seht. Ne? Das ist dann schon ein bisschen blöde. Aber was soll ich denn machen? Ich muss erstmal gucken, wo ich hier... Nee, komm, hier, nimm mal das Schwert hier, das ist viel besser. Zack, so. Halt mal die Backen. Gib mal her. So. Ich muss erst mal gucken, wo wir in irgendeiner Form in den Düsterwald kommen. Beziehungsweise Schwarzwald. Danke, Freier, für Regen und Sonne, für alle Sprosse, die den Erdboden durchbrechen. Und für die Rebenfrüchte. Danke, Odin, für Fleisch und Knochen. Und für die Wärme von Feuer und Pelz. Als auch für die Stärke deines Arms. Ja, also die Sprüche, die sind schon cool. Hallo, Reh. Loree. Aua. Ja, das hat jetzt wehgetan. Ist hier vielleicht eine Kiste drin? Was ist? Gibt's denn hier Feines? Nee, das lasse ich mal drin, ne? Das ist sehr nah an zu Hause. Das brauchen wir jetzt nicht mit rumzuschleppen. Lass mal gucken, ne? Wo es hier lang geht. Wo wir hier sind. Oben rechts in der Minikarte könnt ihr sehen, dass wir da an einem kleinen Fluss entlang laufen.
Überall wunderbar. Beeren, aber die will ich jetzt auch alle nicht mitnehmen. Alter Schwede, das ist aber auch ein Fluss hier, wenn ich richtig Anlauf nehme. Ob ich da rüberkomme, weil ich glaube nämlich, besser wird's nicht. Ne, so wie das aussieht. Warte mal, wenn ich da richtig Anlauf nehme und hier ist die schmalste Stelle, komme ich hier durch? Ich nehme mal richtig Anlauf, weil das mit dem Schwimmen ist nämlich so eine Sache hier mit dem jungen Mann. Ne, wie gesagt, der schwimmt immer mit dem Gesicht unter Wasser. Und da ist das kein Wunder, wenn der gleich nach 10 Metern erst säuft. So. Mal hier hoch. Moin. Oder Mittag oder später Nachmittag. Ich habe keinen Plan, wie spät es ist. Ja, wir müssen mal gucken, ne? Weil, also ich weiß nicht, wo hier ein Dunkelwald ist. Dunkelwald. Ulla! Ein Gebirge! Ach, wie cool ist denn das? Das ist ja praktisch gleich vor der Haustür. Na, dann wird es vielleicht doch irgendwie mal was, ne? Dass wir mal so einen Wolf uns zähmen und den dann als Begleiter haben. Das wäre ja cool. Das will ich mal in der Karte. Oh, hier ist ein Dorf. Aber ich denke selbst, ne, was jetzt hier in den Kisten drin ist, das nehme ich nicht mit. Das ist alles zu nah an zu Hause. Das brauchen wir nicht mit uns rumzuschleppen. Oh, was haben wir denn hier unten? Dieses Ding da, was da steht. Seht ihr das? Hab ich so noch nicht gesehen. Kann man bauen? Das weiß ich, ja. Aber habe ich so auf einer Map noch nicht stehen sehen. Ist ja cool. Wunderbar. So, was gibt's denn hier? Alles klar, das sind Feuersteinpfeile. Ne, die können auch da drinnen bleiben. Das nehme ich alles nicht mit. Das haben wir selber in der Tasche. Was ist das hier? Das scheinen Holzstapel zu sein. Man kann nämlich auch schöne Holzstapel bauen mit 50 mal Holz. Und dann kann man die sich als Stapel dahin tackern. Und kann die dann auch so wieder abbauen und hat diese 50 Holz wieder. Sieht richtig schön aus, ist dekorativ. Ne? Und wenn man keinen Bock hat, sich das Holz in die Kisten zu ballern, macht man sich halt eben solche Holzstapel. Nur die sehen nicht so verranzt aus wie diese hier. Da liegen dann noch zwei oben drauf. Sieht halt eben schöner aus. Aber das hier, das ist ja cool. Was? Oh nein. Ach Schwein, geh weg. Ja, komm. Nein, geh weg. Nein, will nicht. Geh weg. Ich will nicht. Alter Schwede. Tut mir leid, bist selber schuld. Ach Mann. Ach, ist das blöde, ganz ehrlich. Was lagen jetzt hier? Wenn ich richtig gucke, ist da vorne ein Kreiling? Ein Kreilingnest. Okay, da werden wir mal gleich reinstürmen und werden das platt machen. So. Wir müssen nämlich. Wir sind außerdem im Dunkelwald, aka Schwarzwald. Wir müssen sowieso erstmal alte Samen sammeln, damit wir überhaupt den Alten beschwören können. Und die kriegen wir von hier, von diesen Viechern. Da haben wir schon einen. Warte, Moment. Von euch nicht, das weiß ich. Das müssen größere von diesen komischen Dingern sein. Das hier, diese alten, uralten Samen. Da brauchen wir 3 Stück von, um den Uralten zu beschwören. So, die Frage ist nur, wo ist der Uralte? Ich denke mal, ich dachte, die Krähe würde kommen und würde uns leiten, aber offensichtlich tut sie es nicht. Natürlich auch blöd jetzt, ne? Huch, oh, ich sehe doch gar nichts. So, warte mal. Was hier? Simpixen, seid gewarnt vor den Grauzwergen, die versteckt in den Schatten leben, doch ohne Seele sind. Geboren aus Verfall und Regen springen sie wie Pilze aus dem rauchenden Boden. Ihre Augen sind leer und ihre Lippen stumm. Auch die Furchtlosen sollten vor ihnen zittern. Wenn die Seele eines Mörders in der Erde verrottet, entsteht eine Zyste, die Felsen, Holz und Moos anzieht. Sie formt Torf zu Fleisch, flechtet Schilf zu Knochen und macht Lumpen zu Haut. Wenn die Nacht hereinbricht, läuft das, was nicht leben sollte.
Sollte, wer auch immer diese Runen liest, ein Schwert zur Hand haben, das haben wir, so spieße er es auf und schneide er die sumpfige Zyste aus dem modrigen Körper. Oder lasse er dies Wesen, das die Flamme fürchtet, die lodernde Flamme spüren. Gut, wir haben keine Flamme, aber obwohl, ja klar, da ist wahrscheinlich die Fackel mit gemeint. Aber wir haben ein schneidiges Schwert. Ja, blöd ist jetzt, dass es jetzt dunkel ist. Ne? Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen, wisst ihr, was ich mache? Ich werde jetzt hier... Hallo, sag mal, geht's noch? Wer bist du? Wer glaubst du, bist du, dass du mich von hinten anfallen kannst? So, tschüss. Ich werde jetzt hier ein paar Steine abkloppen und dann werde ich ein Lagerfeuer machen. Warum kann ich das nicht einlesen? Achso. Und werde... Ich weiß jetzt gar nicht, wo war denn das? Werde ein Stück zurücklaufen und in eine dieser Hütten da pennen gehen und dann sehen wir uns wieder, wenn die Nacht vorbei ist. Bis gleich. Ja, meine Lieben, der Tag ist angebrochen. Ich musste tatsächlich das ganze Haus fast renovieren, ne, damit wir überhaupt hier drin pennen können. Ein neues Bett reinstellen, eine Werkbank reinstellen. Ja, und ein Feuer dorthin machen. Ich musste wieder Holz fällen. Egal. So, dann wollen wir nochmal gucken. Jo, dann laufen wir nochmal in die Richtung und schauen mal, ob wir irgendwas finden, was uns sagt, wo der Uralte ist. Denn ich weiß gar nicht so genau, wie das jetzt eingetragen wird. Ne? Also dieser Hinweis, dass wir, wo es zu dem Uralten geht, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Das war einfach auf einer Map immer da, aber hier ist es irgendwie nicht da. Das haben wir gerade gelesen. Und der Dunkelwald, der ist ja auch, ich dachte, ne, nur so ein kleiner Streifen, aber das ist doch, hier geht es ja schon wieder in den Auenwald. Oh, ich habe irgendwas gelevelt. Rennen? Coole Sache. Oh, guck mal hier, Luki, guck. Ja. So, Delle. Haben wir jetzt irgendwie... Nö, wir müssen tatsächlich erst diese... Alter, bitte, ist das Einzige, was hier an Schwarzwald ist? Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Warte, ich laufe nochmal in die Richtung. Coole Sache. Ein Mini-Wald. Ja. Das ist ein Mini-Wald. Also so habe ich mir das jetzt auch nicht gedacht. Ich habe da jetzt keinen Bock hier. Och, wisst ihr was, dann laufen wir einfach hier noch ein Stück weiter. Wir werden schon irgendwie fündig werden. Ich kann ja mal gucken, aber... Ja, so weit ist der dann auch nicht weg. So, hier steht unser neues Bett. Hier wohnen wir irgendwo, ne? Nein, der Alte ist noch nicht eingetragen. Gut, dann laufen wir mal in die Richtung. Warte mal. Ah, Mr. und Mrs. Skeleton. Einmal platt machen. Guck mal da raus. Ja, du kannst ja jetzt, was machst du hier? Schattenboxen oder was? Cool. Komm doch runter. So, wo sind denn die jetzt? Bam, 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 bam. Alle mal dahin. Okay. Weiß nicht, soll mit dem Bogen runterholen? Aber was heißt runterholen? Den kann man eh nicht runterholen. Da. Wo bist du denn? Ah. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Der kann uns eh nichts machen, weil der irgendwie nicht da runterkommt. Oder warte mal, kann ich denn... Hä? Kann ich denn zu dir hochkommen? Wie wär's denn da damit?
Na, aber zumindest haben wir ein Blatt gekriegt. Yes. So. Mal schauen. Da ist nochmal so eine Steintafel. Aber hier sind wir schon wieder im Auenwald. Das ist wieder, na, seid gewarnt vor den Grauzwergen. Tralala, blau und blub. Oh, da kloppen sich irgendwelche. Finde ich auch so cool, ne? Die kloppen sich hier gegenseitig. Hört ihr die Schwein schreien? Hier kloppen sich irgendwo welche. Und das Schwein ist wahrscheinlich unschuldig in die Bahn geraten. Rohes Fleisch, ja, hier. Hier ist das arme Schwein platt gemacht worden. Finde ich echt lustig. Das ist ein ganz toller Dunkelwald. Hier ist ja gar nicht los. So, hier sind wir wieder im Dunkelwald. Das ist nur ein ganz schmaler Streifen, oder was? Das ist natürlich auch blöd. Oh, guck mal, was wir hier haben. Karottensamen. Oh, da wird sich schon wieder gekloppt. Lass doch die Schweine in Ruhe. Hier sind ein paar Pilze, die will ich auch nicht mitnehmen jetzt. Ich habe zwar in irgendeiner Folge gesagt, Leute, nehmt alles Essbare mit. Aber ich habe noch genug zu Hause. Alles klar. Mhm. Ja, hier ist Gebirge. Hier können wir nicht reingehen. Weil, wenn wir das nämlich tun, passiert nämlich Folgendes. Ne? Ne? Hallo? Ernsthaft? Ach, wisst ihr warum? Weil ich einen Wolfsumhang anhab. Der ist nämlich Dingelibums, eisresistent. Da unten Schadensmultiplikator, resistent versus Eis. Also können wir ernsthaft in die Gebirge gehen, ohne dass es uns was ausmacht? Das wäre natürlich cool, ne? Tod den Grauzwergen. Komm. So. Okay, was droppt ihr? Wie sieht's denn aus? Immer noch nur einen alten Samen. Aber Mensch, wenn wir hier nicht erfrieren? Wie genial ist denn das? Ne, gar nichts. Guckt mal. Überhaupt nicht. Normalerweise fängt man hier an zu frieren. Und dann wird einem im Sekundentakt, wenn ich, es sind glaube ich Sekunden, ein Leben abgezogen. Und na, wenn man nur, was weiß ich denn, so 50, 60 hat, dann bist du in einer Minute tot. Gibt es extra Dingelibums, so Getränke oder Mahlzeiten, ich weiß nicht genau, dass man halt eben gegen die Kälte resistent wird. Oh mein Gott, ich hab so gedacht, ne, komm, wir gehen zusammen in den Dunkelwald und suchen uns den Alten. Das wird nichts. Hier ist kein Dunkelwald. Ne, hier ist nur Gebirge. Alter, wie blöd ist das denn? Wenn wir jetzt einmal übers Gebirge hinlaufen, man ist ja egal, wo wir landen, ne? Weil wir können uns ja überall unser Lager aufstellen und zurückfinden tun wir alle mal. Hier ist es halt eben nur gefährlich, ne? Wenn hier der Drache, weil hier im Gebirge gibt es nämlich einen Drache, der wohnt nämlich hier mit seiner Frau. Seine Frau sitzt auf dem Nest und behütet die Eier. Und er eiert da rum und ärgert die Leute, die da im Gebirge rumlaufen. Und Wölfe gibt es hier. Aber offensichtlich gibt es hier auch keine Wölfe. Keine Drachen, kein Nischt. Was ist denn hier los? Alle ausgeflogen. Die haben bestimmt Betriebsversammlung oder irgend sowas. Tja. Hier ist wieder Dunkelwald. Sehr schön. Es muss doch irgendwo ein Hinweis darauf geben. Ja, hier ist wieder Dunkelwald. Ach komm schon.
ist Wasser. Moin! Na? Hä? Ach, hier! Hab ich doch gar nicht gesehen. So, komm. Oje, wo sind sie denn alle? Da sind sie. Ja. Gibt's hier irgendwas? Was ist hier drinnen in der Kiste? Nee, das lasse ich alles da. Das brauchen wir erstmal alles nicht. Tja, meine Lieben, die verzweifelte Suche nach einem Hinweis darauf, wo der Uralte sich aufhält. Wie gesagt, es wird eigentlich auf der Karte angezeigt, ne? Und, weil es heißt ja, nachdem man den Elktür erledigt hat, dann sagt die Krähe einem, man soll sich in den Dunkelwald begeben. Haben wir ja jetzt gemacht. Aber ob ich hier irgendwas Spezielles finden muss? Vielleicht irgendwie einen Runenstein, wo ich das dann aktiviere? Ich könnte was zu essen vertragen. Könntest mich auch gerade mal nicht nerven. Wie wär's denn da damit? Da, und da ist der Schwarzwald schon wieder vorbei. Komische Map. Eine ganz komische Map ist das. Auch hier gibt es keinen Hinweis auf den Uralten. Das ist Mist. Ja gut, dann gehen wir eben noch ein bisschen spazieren. Erkunden so ein bisschen die Umgebung. Ja, ist Dunkelwald auch schon wieder vorbei. Das ist ja merkwürdig. Schwein. Okay, los, komm. Wir laufen noch ein bisschen am Wasser entlang. Hier ist wieder Dunkelwald. Boah, nee, ich werde von Schweinen verfolgt. Das will ich doch nicht. Ach, die sollen mich in Ruhe lassen. Okay. Juhu, wieder ein bisschen Dunkelwald. Hä, was ist das da? Ach, eine Hütte. Okay. Ernsthaft, die sind immer noch hinter uns her. Ach, komm schon. Hier sind Bienen drin. Nö. Das ist ja blöd. Also für mein Empfinden könnte der ruhig ein bisschen größer sein, der Dunkelwald. Okay. Da ist noch. Moin, moin. Da sind noch Karottensamen. Sehr schön. Da steht wieder ein Stein, aber das hat ja nichts mit dem Uralten zu tun. So, nee, das seid gewarnt, ne? Tralala, hast du nicht gesehen? Genau. Okay. Blaubeeren. Yam yam. Hier oben steht noch ein Karottensamen. Mitnehmen. Ja, nee, ich habe keinen Plan, ne, wo ich jetzt suchen soll, suchen könnte. Ich weiß gar nicht, wie das auf meiner anderen Map gewesen ist. Da war das plötzlich eingezeichnet. Und dann bin ich halt eben dorthin gegangen. Also noch einer. So. Nochmal gucken.
Nee, hier ist kein Uralter. Das ist ja merkwürdig. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Warte mal. Wächterkraft, geladen, Erz, Eisen. Tja, das sind alles unsere Fähigkeiten schon, die ich auf der anderen Map habe. Eiktür besiegt. Der nächste Tier befindet sich im Schwarzwald. Begib dich dorthin und erkunde das Gebiet und birg dort befindliche verlorene Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Ja, das ist nett, wenn der mich erwartet. Hoffentlich hat er auch Kaffee und Kuchen. Aber ich komme wohl ein bisschen später. Weil ich nicht weiß, wo ich suchen soll. Ah? Kupfervorkommen. Hier ist eine Kiste. Die Kohle nehmen wir mal mit. Weil es gibt nämlich tatsächlich Händler hier auf der Karte. Also auf der Map hier. Und da kann man hübsche Sachen kaufen. Also nicht viel, aber hübsche Sachen. Angelrute, Angelköter. Man kann einen Gürtel erstehend, wo man sich dann stärker fühlt. Und irgendwelches Fleisch kann man kaufen. Keine Ahnung. Also die Auswahl ist nicht so groß, aber dennoch vorhanden. Okay, was? Wo? Wo denn? Komm mal her. Ne, komm. Hallo. So. Dankeschön. Da, 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 da. Na, komm. Was werfen? Werfen die Steine oder was? Soll ich dir mal einen Stein an den Kopf werfen? Oh. Was ist denn das? Ein Schamane? Nee. Nein. Ach nee, die Schamanen, die haben so Dinger auf dem Rücken, ne? Ich habe jetzt einen gesehen, der hatte einen Löwenzahn auf dem Kopf. Sah richtig knuffig aus. So. Ja, nö. Also ich finde hier nichts, ne? Also dann wandern wir halt eben einfach mal so ein bisschen da rum. Und ich werde dann, ja, für mich denke ich mal, schauen, ob ich irgendwo den Uralten auftreiben kann. Ich habe keinen Plan. Wo ist der Bogen? Er ist auf der 3. Ein Troll. Nein. Aua. Oh, du spinnst wohl. Alter Verwalter, hast du dein Rad ab oder was? Ich will doch nicht noch hier in dem Wald sterben, nur weil du mir deine Keule um die Ohren klopfst. Nein, 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 nein. Das hier wird's nett. Tod dem Troll. Spacken da. Weg da und du machst mir das Leben nicht auch noch zur Hölle hier. So. Kohle? Der hat Kohle fallen lassen. Genau. Trollleder, 4 Münzen. Nochmal 3 Münzen. Sehr schön. Supi. Na, da haben wir doch wenigstens einen kleinen Dings gehabt. Wie heißt es denn? Keine Ahnung. Weiß nicht. Höhepunkt. Ja, genau, Höhepunkt. So heißt es. So, das nehme ich noch mit. Da unten stand noch irgendwo einer. 2 bis 32. So. Nein, nein und nochmals nein. Nein. Wir haben immer noch nur einen Samen. Also einen uralten Samen und dann wird das sowieso nichts.
Solange wir keine Dreier haben, können wir den gar nicht beschwören. Ja, meine Lieben, also ich würde sagen, ne, bis hierhin. Ich gehe noch weiter auf die Suche und versuche, den Uralten ausfindig zu machen. Ich bin der Meinung, man müsste hier dann tatsächlich erstmal so eine Rune finden, so einen kleinen Stein, wo der dann draufsteht, dass der Uralte auf der Karte verzeichnet wird. Ich weiß es aber nicht mehr genau und deswegen würde ich sagen, bis hierhin. Wir sehen uns dann im Dunkelwald wieder, wenn es denn heißt, auf der Suche nach dem Uralten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.